Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Nemesis Remastered, beziehungsweise Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Im letzten Part sind wir zurückgekehrt in den Tower of London und lösen jetzt gerade dieses Rätsel mit den Spinden. Ich weiß zwar nicht ganz, was eigentlich Ziel ist. Also irgendwen müssen wir... Grüne Farbe. Irgendwas müssen wir, irgendeinen bestimmten Spind müssen wir wahrscheinlich finden und die dabei alle zuordnen. Ein paar sind wir uns schon sicher. O'Shea Jones, Bellaw, Summerby, Kirkpatrick und Schick sind eigentlich ziemlich sicher. Ich muss noch mal kurz ein paar Sachen nachschauen. Erstmal wollte ich noch mal zum Tor, nur um sicher zu gehen, dass wir wirklich Schick und nicht Styles, ja? Diese Handfeuerwaffe wurde ins Wasser getaucht und ist... Ja. Okay, das kann ich nicht noch mal überprüfen, das ist ärgerlich. Kann ich dann auch nicht überprüfen, ob das hier Kirkpatrick war? Der Wärter schläft. Der Name. Okay, doch, das kann ich noch überprüfen, das ist gut. Ja, und jetzt wollte ich nochmal schauen mit dem... Oh, ich habe keinen Schlüssel mehr inventar, weil der schon verbraucht wurde für den Spindraum. Oh, aber hier ist... Ach nee, das war auch vorher schon offen. Hier war aber auch nichts mehr, ne? Beim Koch. Okay. Oh, was ist denn das noch? Das ist der Hut von Oberwärter Smith. Dieser Abdruck auf dem Boden deutet darauf hin, dass hier jemand schwer gestürzt ist. Jemand wurde zur Tür des Lagerraums geschleift. Der Regen hat die Abdrücke noch nicht weggespült. Sie müssen also ziemlich frisch sein. Okay, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass wir... Welcher warst du? Welcher Spind ist der von Johnson? Wo im Umkleideraum ist der? Weiß ich nicht. Ich gehe nie daran vorbei. Welcher ist Ihr Spind? Und welche gehören den Wärtern, die Sie kennen? Mein Spind. Oh Gott, ich hab meinen Griff nicht mehr. Der vierte von links. Neben Bell und dem Neuen. Gegenüber von dem Typ, der mit mir Wachdienst hat. Willoughby ist gleich am Eingang. Ganz hinten ist Stinkeflint. Sein Spind stinkt und niemand wollte neben ihn. Okay, das muss ich mir gleich nochmal im Dings durchlesen, weil das habe ich jetzt nicht alles sofort aufgenommen. Natürlich geht mein Stift jetzt leer. Ich glaube, das war's. Die Schlaftablette zeigt Wirkung. Er schläft tief und fest und ich kann nichts mehr aus ihm herausbekommen. Gut, dass ich meine Unitasche nicht weit von mir habe. Denn da sind noch genug Stifte drin. So. Gehen wir jetzt nochmal rein. Also, direkt am Eingang ist... Diese Tür ist massiv und das Schloss... Direkt am Eingang soll irgendjemand sein. Moment, ich werde mir jetzt mal kurz alles, was ich an Notizen habe. Also, wie heißt denn der? Der heißt Towerwächter. Okay, wir haben keinen Namen von ihm, oder? Doch, Hickman. Hickman, okay, also. Wir haben Hickman ist der vierte von links. Neben, also quasi zwischen Bell und dem Neuen, wer auch immer der Neue ist, aber da kann man nochmal. So, gegenüber von dem, demselben, der mit dem Wachdienst hat. So, Willoughby ist gleich am Eingang. So, ganz hinten ist Flint, weil der stinkt. So, und das war alles davon. Dann aus den Dokumenten hatten wir einmal, ja, Schick. Ach ja, Schick war ja der, ja. Also, Schick will mit wem tauschen? Achso, ob sie den Spind mit mir tauschen? Ah.
er will quasi mit O'Shea tauschen. Weil vorher war er neben Summerbee. Und zwei neben Bell. Ach nee, eins neben Bell. Ach so, und naja. Und Summerbee war zwei neben ihm. So. Was haben wir hier noch drin? Jetzt sind wir bei anderen Nachtwachen. Wir haben viel Spaß. Ich habe die gleiche Schicht wie Law, der Schotte. Okay, Law, Schotte haben wir schon. In der Garderobe habe ich Marge und Ludlow kennengelernt. So. Marge und Ludlow sind wahrscheinlich dann gleich neben ihm. Marge. Nichts ausmachen. Ich teile mein Zimmer mit einem Wärter namens Jones. Ich habe in der Garderobe auch den Wikinger getroffen gegenüber. Okay, Moore ist quasi gegenüber vom Wikinger. Okay. Das hilft mir erstmal nicht so viel. Die Frage ist jetzt halt... Ah ja, Moment. Das stimmt ja gar nicht. Also wenn, dann so. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt schon gewechselt haben. Und außerdem, was mich halt verwirrt, warum klebt denn dieser Dings da ganz vorne, wenn angeblich direkt am Eingang Willoughby ist? Da kann ja also was nicht stimmen hier. Ich mache das mal einfach kurz hier hinten hin, einfach um mir das zu merken, beziehungsweise ich mache es hier hin, weil ganz hinten ist ja Flint. Einer von den beiden, ich weiß nicht welcher von den beiden, ne? Einer von den beiden ist Flint. Hier am Eingang soll also gleich Willoughby sein. So, welcher Name klingt wie ein Wikinger? Irgendwas Nordisches. Johnson? Son? Son ist zumindest sowas sehr viel Nördliches, ne? Aber Johnson ist auch ein sehr englischer Name. Styles Moore. Marge, Lotto, Mortensen, Hickman. Hickman ist der vierte von links. 1, 2, 3, 4. Okay, ich muss die mal nochmal rausnehmen. Hallo? Danke. 1, 2, 3, 4. So. Hier mal Kirkpatrick. Zwischen Bell und dem Neuen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher. Doch Bell muss ja auf der Seite sein, weil wahrscheinlich haben die noch nicht getauscht in dem Szenario. Das heißt, Bell wäre hier. Und dann müsste ja quasi hier, weil direkt daneben soll ja dann O'Shea. Dann wäre ja hier Schick. Aber Schick ist ja zwei neben Summerbee, das funktioniert ja nicht mehr. Also muss hier Bell sein. Ne, warte mal. Doch. Und dann muss hier Summerbee sein. Ne. Bell ist gleich daneben, also Summerbee ist zwei da. Da muss Flint also hier hinten sein, weil Summerbee muss dann dort sein. Weil der ist ja so. Doch, das muss stimmen, weil Hickman ist zwischen Bell und dem Neuen. Und Bell ist neben Schick, weil die haben ja wahrscheinlich noch nicht getauscht. Und Schick ist aber zwei neben Summerbee. Es geht also nur in die Richtung. Also das muss eigentlich so stimmen, soweit. Dann ist jetzt die Frage, wer ist der Neue? Ist der Neue der aus dem Brief, also Moore, während meiner ersten Woche? Ja, also Moore. Oh. Moore ist quasi der Nächste hier. Das heißt, ihm gegenüber ist der Wikinger. Da weiß ich leider nicht, ist...
O'Shea ist ein, nee, O'Shea ist ein irischer Name, also das passt nicht. Was hatte denn Schick noch geschrieben? Begegnen wir uns oft und da sein Spinnen nur zwei neben meinem liegt, provoziert er mich. Ich möchte, das könnte eines Tages noch ein böses Ende nehmen. Außerdem werden sie dann gleich neben Bell, den sie, wie sie letzte Woche sagten, genau im Auge behalten möchten. Okay, aber da wissen wir jetzt noch nicht wirklich, wo O'Shea dann sein soll. So, Wachwechsel. Oh, Moment, warte. Moore hat doch geschrieben. Ne, Hickman hat gesagt, zwischen Bell und dem Neuen gegenüber von dem, mit dem er Wachdienst hat. Und Hickman hat mit Star, oder? Ich lese es lieber nochmal. Gegenüber, mein Spin ist der wieder von links, neben Bell und dem Neuen, gegenüber von dem Typen, der mit mir Wachdienst hat. So. Mit Hickman hat Styles Wachdienst. Also können wir davon ausgehen, dass gegenüber von ihm Styles ist. So, aber zu Styles hatten wir sonst noch nichts. Kirkpatrick Law, Flint ist ganz hinten. Also eigentlich muss alles soweit ganz stimmen. So. Hickman zwischen Mail, dem Neuen, gegenüber Willoughby ist am Eingang, ganz hinten ist Flint. Schick will mit O'Shea tauschen und ist zwei neben Summerby und eins neben Bell. Und da Bell aber auch neben Hickman ist, muss es auf der Seite sein. So. Marge und Ludlow. Die könnten jetzt natürlich, wenn er die kennengelernt hat, könnten die an der 2 und an der 14 sein. Einer daneben, einer da gegenüber. Ich weiß es aber nicht. Moore ist gegen, ach ne, gegenüber vom Wikinger. Stimmt. Tja, wer ist jetzt der Wikinger? Das weiß ich nicht. Sowieso Wikinger? Wieso Wikinger? Das verstehe ich noch nicht ganz. So, und was war noch mit Fat Johnson? War doch auch noch irgendwas, oder? In der Garderobe habe ich Marge und Lalo kennengelernt. Die beiden sind zertrennlich. Wo der eine ist, ist der andere nicht weit. Okay, das heißt, die müssen wahrscheinlich auch nebeneinander sein. Warte mal, die anderen. Ich teile mit einem namens Jones, der Kleine. Andere Arbeitszeiten sehen wir uns kommen. Ich habe in der Garderobe auch den Wikinger getroffen. Einen kräftigen nordischen Kerl, dessen Spind meinem gegenüber liegt. Muss ja eigentlich Johnson sein, weil der wurde doch irgendwo betitelt als Fat Johnson. Kräftig. Ich habe mit ihm gesprochen. Sergeant O'Shea mag kein Geschwätz. Wo war denn das mit dem Johnson? Wo habe ich denn das mit dem Johnson gelesen? Nee, ich bin der Stephen Johnson. Warte, ich muss gehen. Welcher Spinnen? Wohin gehören Wörter? Was hatte ich denn mit Johnson? Ich erinnere mich, dass ich irgendwas mit dem gelesen habe, aber ich kann mich nicht erinnern. Was müsste eigentlich der hier sein? So, und die einzigen, wo noch zwei nebeneinander sind, sind die hier. Also muss es so rum. Und Ludlow ist ja der, der immer die Scheißaufgaben bekommt. Deswegen behaupte ich, dass der neben dem ist, der stinkt. Neben Flint. So. Und O'Shea hat keinen Bock auf Summerby. Moment mal ganz kurz. Begegnen wir uns oft. Ja. Das heißt, na, auf der anderen Seite ist nichts mehr frei. Nee, aber Schick wird er dann nicht dorthin wechseln. Das heißt, es muss ja dann eigentlich so sein. Das ist jetzt meine Idee. Das heißt, das ist der, zu dem ich will. Diese Tür ist massiv und... Was ist eigentlich meine Aufgabe? Diese Tür ist massiv und das Schloss... Diese Tür ist massiv und das Schloss ziemlich antik. Diese Tür ist massiv und... Diese Tür ist massiv und das Schloss... Diese Tür ist massiv und... Ich bin mir recht sicher, dass ich jetzt die richtige Reihenfolge hier habe, aber was passiert damit dann jetzt? Eigentlich bin ich der Meinung, es kann nur so sein.
Warte mal. Das ist das mit den Haaren gewesen. Ach, guck mal hier. War das schick mit dem dichten Schnurrbart? Ja, doch, dann stimmt das wieder. Was ist jetzt gerade eigentlich meine Aufgabe, weil ich krieg das ja jetzt eh nicht auf, ne? Da ist noch was ich noch nicht erkundet habe. Jemand wurde zur Tür des Lagerraums geschleift. Der Regen hat die Abdrücke noch nicht weggespült. Sie müssen also ziemlich frisch sein. Die habe ich ausgeredet. Das ist da der Kirkpatrick. Oder liegt da noch was neben dem? Moment mal, die Hand wirkt gerade irgendwie so, als wäre da noch was neben ihm. Der Wärter schläft. Der Name? Ha. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert und frage mich, ob ich nochmal nach einem Hinweis schauen sollte, ob es schon soweit ist. Ich könnte hier nochmal in den Turm reingehen, aber... Geschlossen. Nee, könnte ich nicht. Das Seil hängt sehr hoch. Ja. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Ich muss das Seil... Ja. Kann ich das da hochschleudern? Nein, kann ich nicht. Das Seil hängt sehr hoch. Na gut, gucken wir mal nach einem Hinweis. Wie kann ich das Seil zerstören? Nehmen wir mal. Nee, hier ist schon... Wie kann ich den Oberwärter Warren Smith aus dem Lagerraum befreien? Sie werden Schlüssel finden, nicht in dieses Schlafsatz wird ihm mitteilen, dass dies... Neben dem Schlüssel von Smith und dem Schlüssel des Kochs nur noch ein Schlüssel. So Fatty Johnson. Wir müssen Fatty Schlüssel. Schlüssel für ihre. Ja, aber wie öffne ich denn das Schließfach? Ja. Warum denn die 7? Warum denn die 7? Kann natürlich auch sein, 4 ist von links, dass Hickman meint, wenn man hier so steht, 1, 2, 3, 4. Nee, das wäre Kirkpatrick, das funktioniert nicht. Das heißt, es muss schon so sein. Aber alle Hinweise, okay, welchen habe ich... Moment, dann interessiert mich jetzt nur mal, so wir wissen es ja jetzt hier schon, aber... wo habe ich, welchen, was habe ich falsch gemacht? Ja, Kirkpatrick auf die... 12, stimmt das? Die 12? Ja. Genau. Ja, welche Fettfalle, genau. Ja, Flint liegt doch im hinteren Teil des Raumes. Okay, aber dann heißt entschieden zwischen dem von Bell und dem neuen, ja. Da, genau, da haben wir den Brief, genau. Zwischen dem von Bell und Moore. Weiter erzählt er, dass Jones der kleinste Wächter ist. Hocker, genau. So, behalten Sie immer mit, dass Moore, Hickman und Bell drei aneinandergrenzende Schließfächer besitzen und Willoughbys Schließfach näher am Eingang liegt als eines von den dreien. Näher als alle.
Dann doch Rushia da am Anfang, so wie ich es erst hatte. Ich war halt verwirrt, weil er hier meinte, mit Willoughby ist gleich am Eingang. Deswegen bin ich fest davon ausgegangen, dass das die 1 ist. Ja, gut. Diese Tür ist massiv. Ja, gut, das ist halt, das war dann jetzt halt wirklich irreführend, muss ich sagen. Leider. Das, also, muss ich echt sagen, das war dann leider irreführend. Gut, aber bevor ich jetzt das ganze Rätsel nochmal durchdenke, werde ich das dann jetzt einfach so einfügen, wie es da war. Ja, aber sie hat, Moment, aber es hieß doch, ach so, ja, wäre dann gleich, nee, Moment mal. Aber da bin ich ja trotzdem. Ja. Johnson. Gegenüber von Johnson ist dann. Moore? Ja, aber schick ist ja nicht. Hä? Okay, das ergibt für mich alles keinen Sinn, aber ich drücke jetzt da so. Diese Tür ist massiv und da. Okay, nee, dann. Was soll ich Diese so? Tür ist massiv und das Schloss auch zieht. Nicht. Okay, ich gehe das jetzt einfach nochmal ganz kurz hier durch. So, das hatten wir ja, genau. Lunte, wenn sie dieser Schließung Nummer 7 anzünden. Okay, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Da muss ich wahrscheinlich halt das hier jetzt nochmal. Das ist ja, also das nervt mich jetzt halt ein bisschen, weil eigentlich war mein Ansatz, glaube ich, richtig. Also ich denke, so wie ich es gerade gelöst habe, wäre. Für die Hinweise, die einem das Spiel eigentlich gegeben hat, wäre es richtig. So. 1 ist Shea, 2 ist Willoughby, 3 ist Moore, 4 ist Hickman, 5 ist Bell, 6 ist Schick, 7 ist Johnson, 8 ist Summerby, 9 ist Flint, 10 ist Ludlow, 11 ist March, 12 ist Kirkpatrick, 13 ist 14 ist Mortensen, 15 ist Low, 16 ist Jones. Okay, ich glaube, da habe ich jetzt aber auch nicht viel falsch, oder? Shea, Willoughby, ja, Moore, ja, Hickman, ja, Bell, Schick, okay. Soweit alle richtig, aber wieso ist denn... Das ist Mort... Er sagt mir ein Dicker, woher soll ich denn wissen, Mortensen, ist das so ein Wikinger-Name? Hey, dann war ja wirklich, dann waren das ja die einzigen beiden Fehler, die ich gemacht habe. Aber Johnson wegen Son, dachte ich, okay, nordisch, ne? Nordisch, Son, das Einzige. Und Dick, er hieß irgendwo anders, Fat Johnson, glaube ich. Und dies, das. Also die einzigen beiden Sachen, die ich jetzt falsch hatte, die ergeben für mich, ganz offen gestanden, nicht so viel Sinn. Aber hey. Ich werde nur genug Schießpulver haben, um einen Spind aufzusprengen. Ich muss sicher sein, welchen. Na dann, zisch. Ja, da könnt ihr mir jetzt aber nicht hier irgendwie... Ne? Das muss der Schlüssel zum Lagerraum sein. Hm, dieser Schafsmagen ist frisch und weich. Vielleicht ist er für den Koch gedacht, damit er ein spezielles Gericht zubereitet. Nicht appetitanregend, aber ich nehme ihn trotzdem. Ja, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen. Aber hey. So, kann ich hier noch irgendwelche Gegenstände mitnehmen oder haben wir das beim letzten Mal geklärt? Smith sieht bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann es nicht mehr öffnen. Bro, hast du Hunger? Smith sieht bewusstlos aus. 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 Wasser. Ah, okay. Na gut, das ist, wie würde er jetzt sagen? Elementar. Das ist es. Hickman ist allmählich eingeschlafen. Möglicherweise unter dem Einfluss eines starken Betäubungsmittels. Die Abdrücke auf dem Boden vor dem Lagerraum haben mich darauf gebracht, dass Smith bewusstlos geschlagen und nicht betäubt wurde.
so war nur ein bisschen kaltes Wasser nötig, um ihn zu wecken. Smith, wachen Sie auf. Hören Sie mich, Smith? Ich bin Holmes. Smith, Alter. Mein Kopf. Was ist los? Was mache ich hier? Mr. Holmes, wo ist der Doktor? Smith, reißen Sie sich zusammen und kommen Sie her. Können Sie die Gittertür öffnen? Mein Schlüsselbund ist weg. Nein, ich kann das Gitter nicht öffnen. Nach Ihrem Besuch neulich hat der Koch das Schloss austauschen lassen. Jetzt braucht man einen Schlüssel. Gut, dann brauche ich Ihre Hilfe. Wir müssen Sie irgendwie da herausbekommen. Schildern Sie mir bitte exakt, was sich in der Nacht zugetragen hat. Und welchen Doktor haben Sie gemeint? Also, am Nachmittag bekamen die Männer auf dem Wehrgang heftige Magenschmerzen. Muss am Mittagessen gelegen haben. Ich vertrage keine Tomaten, darum habe ich nichts angerührt. Und mir ging es gut. Unser Hausarzt war nicht da, darum habe ich einen anderen Arzt gerufen. Dr. Sanin. Er ist noch nicht lange hier, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört. Als er den ersten Mann untersuchte, wirkte er beunruhigt und bestand darauf, allen eine Spritze zu geben. Wir haben alle Wächter untersucht und er hat alle behandelt. Hickman war der Letzte. Der Doktor war verärgert, weil er nicht genug Medizin für eine volle Dosis dabei hatte. Aber er meinte, es würde reichen. Dann fragte er, ob wir alle Männer der Garnison untersucht hätten, was der Fall war. Er bat mich, ihn zum Tor zu begleiten, und kaum hatte ich mich umgedreht, spürte ich einen scharfen Schmerz im Nacken. Danach weiß ich nichts mehr. Ja, okay. Ich fange an zu verstehen. Welches Medikament hat er verabreicht? Ich weiß nicht. Eine leere Fiole fiel in eine Pfütze und ich habe sie aufgehoben. Das Etikett ist beschädigt und das Wasser wird alle Reste der Substanz herausgespült haben. Unmöglich zu sagen, was es war. Aber was tun Sie hier? Können Sie mir erklären, was hier vor sich geht? Ich nehme an, auch die Wächter der Kronjuwelen wurden behandelt? Ja, und der einzige Schlüssel zu diesem Raum ist der an meinem Bund. Ich muss sie hier herausschaffen. Gibt es noch einen Schlüssel für die Gittertür? Beim Koch. Aber der ist nicht da. Aber es gibt noch einen Ersatzschlüssel für das Wächterzimmer, der nicht an meinem Bund war. Vielleicht finden Sie dort etwas, um mich hier herauszuholen. Oder Sie erwischen denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Das klingt ja nach der einfacheren Lösung. Okay, liebe Leute, dann würde ich an der Stelle sagen, da wir schon wieder die halbe Stunde Marke erreichen, machen wir hier nochmal einen Cut. Ich könnte mir vorstellen bei dem Progress, dass vielleicht der nächste Part schon der letzte ist. Aber wir werden sehen. Bis dann und auf Wiedersehen.